jetzt ganz bös gesagt, einen ähnlichen Paukenschlag dann wird, wie ja, wie halt das ein bisschen ja, schön gemachtes, aber leider ein bisschen am Spaß der Spieler vorbei programmierte Starfield, dann ist das eine ziemlich andere Sache, weil dann ist BioWare wahrscheinlich einen Kopf kürzer und man hat einen Reputationsschaden einer Marke gegeben, die halt beliebt war. Aber wenn man bedenkt, Dragon Age Origin war ja oder ist bis heute noch FSK 18. Ich glaube, heute würde man uns heute wieder bewerten, würde es, glaube ich, FSK 16 sein. Sicher bin ich mir nicht. Ich kenne da nicht die Regeln in- und auswendig. Aber auf jeden Fall ist das natürlich ein herben Rückschritt zum zweiten Teil. Da hat es ja auch 6-10, beziehungsweise das eine DLC hatte die spannenderen 6-10 drin als ohne DLC. Und Dragon Age Inquisition, muss ich jetzt gestehen, habe ich die 6-10 gar nicht mehr so im Kopf, aber das war am meisten. Gott wird's dir vergelten. Bitte. Sie waren, glaub's, nur noch so Kuss, ein bisschen Randrück und schwarz. Gott wird's dir vergelten. Also eigentlich so wie im zweiten Teil. Und in Origin war dann wirklich manchmal noch so, da siehst du ein paar angedeuteten Bewegungen. Beim Allmächtigen, hilf. Ja. Bitte, Herr, hilfst du mir? Was ist mit dir geschehen? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund bis auf die Knochen. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Dann kann ich sie wenigstens verbinden. Ja, das dürfte mal gehen. Büße müssen barfuß gehen. Leider habe ich nichts. Ich habe nichts, aber nimm diese milde Gabe. Mal sehen, was ich dabei habe. Schau mal, was ich habe. Verband, ja. Übergeben. Zwei. Links und rechts an. Bestätigen. Danke, Herr. Danke. Selten trifft man solch einen barmherzigen Samariter. Gott vergelt's dir. Jederzeit. Pass auf dich auf. Und jetzt abstechen. Nee, mach ich nicht. Ja, also Dragon Age Origin finde ich immer noch ein schönes Meisterwerk, vor allem mit der düsteren Stimmung. In Dragon Age 2 war die Düsternis schon ein bisschen heller, zwar einfach deprimierend, was ich immer noch gut gefunden habe. Inquisition, ja, da wollten sie... Also haben sie ja mal eine komplett neue Engine, meinte ich, ja, genommen. Um auch zu zeigen, warum die Kampfeffekte, die waren, finde ich, sehr schön. Was ich sehr, sehr schön fand, gut fand. Dann, jetzt war es halt eher bunter, heller, High-Fantasy-mäßig. Konnte ich verstehen. Dass da so ein bisschen die tiefen Wege, das Deprimierende, das so, das ist alles eklig, dann doch fehlt. Also die Kritik werde ich wahrscheinlich dann auch in Inquisition anbringen, nebst ein paar anderen. Also Inquisition ist bei weitem nicht perfekt, aber dennoch hat eine schöne einen Aufbau von Lore und Story gehabt, wo ich ja jetzt nicht Nein sage, auch wenn sie, also man musste schon sehr, sehr lange ja.
Schnaps. Ja. Schnaps nehmen wir mal mit. Ja, also es ist bei weitem nicht perfekt. Aber dennoch ein gutes, gutes Spiel, finde ich. Hat schöne Effekte, hat schöne Gebiete gehabt. Manchmal, also die Sturmküste, die war für mich wirklich deprimierend, weil da hast du irgendwie gefühlt einen 24-7 Dauerregen gehabt. Gefühlt nichts zu tun, also ich spreche jetzt nur aus meiner Erinnerung, ne? Und ja, das... Die Hinterlande, die waren groß, hatten viele Anspielungen, vor allem an die früheren Teile, je nachdem, wie man das Spiel in Origin und Dragon Age 2 verlassen hatte. Also ich meinte, wir haben ja Sebastian ja als Kirchenbruder gelassen, plus noch ihn so ein bisschen Also Dragon Age 2, das läuft ja jetzt aktuell ja parallel noch bis Anfang Oktober. Aber ihr müsst verstehen, Dragon Age 2, das habe ich an meinem Geburtstag aufgenommen, am 29. Februar in dieser Woche, habe ich das, glaube ich, in 2-3 Tagen komplett durchgespielt und Arrivederci. Und das wird dann schon, also wenn ich jetzt erzähle, bin ich mir dann halt einfach bei vielen Sachen nicht mehr 100% sicher, wie wir uns entschieden haben. Einfach, dass ihr Kontext und so ein bisschen Hintergrundinfo habt. Da ist halt dann schon so, dass man ein bisschen hier und da mal ein bisschen durcheinander kommt. Und wenn ich mich noch richtig entsinne, wenn man Sebastian getroffen hat, ihn akquiriert hat und mit ihm auch seine private Story vorangetrieben hat, dann hat man im, glaub's, im Tutorial-Gebiet von Inquisition, also wirklich so das ganz erste bisschen, hat man... Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich wollte eigentlich nur noch da die Wolke wegmachen. Hat man einen Satz zwischen... Ich glaube, die allerersten Begleiter sind ja Cassandra, Pendergast, die im zweiten Teil ja das Interview mit Varric Thesras geführt hat. Die ist dabei, dann Varric selbst plus Solus. Das ist der erste neue Begleiter in Inquisition, den man findet. Der ist, ja, storymäßig wahrscheinlich vieles kennen die meisten schon. Die es noch nicht kennen, das ist einfach der erste neue Begleiter, wenn man von der aktuellen noch Trilogie, sobald dann Velga draußen ist, dann Vierlingsteile. Oder wie man das dann auch immer schön nennt. Ach, das ist der Fluss. Ich muss einmal rundum. Und so, diesen Weg. Genau, Solas. Und da gibt's auf dem Weg zum ersten storymäßigen Teil. Also es gibt ja mehrere Wege, wie man das machen kann. Und ich glaube, auf beiden wird es getriggert. Aber könnte ich jetzt nicht Hand ins Feuer legen. Auf jeden Fall, wenn du das machst, Wanderer, okay, dann lassen wir den. Dann wird ein Satz gedroppt, so mit unserer Entscheidung, wie wir das gemacht haben, weil ich habe schon mal Dragon Age Inquisition nach meinem Geburtstag angefangen. Nur hatte ich in der Zwischenzeit mit vielen anderen, mit Krankheiten und alles, das einfach so sehr vernachlässigt, dass ich gefunden habe, okay, Folgen löschen, fangen wir von neuem an, dass ich auch ein bisschen mehr Kontext habe, weil der Charakter hat mir auch nicht 100% gepasst, um ehrlich zu sein. Wurde oder wird dann in einem Nebensatz erwähnt, als Hintergrundgespräch,
dass der liebe Sebastian Kirkwall angegriffen hat, weil er ist ja Prinz Sebastian Vale. Also der hat adliges Blut und ist, meinte ich, Prinz bzw. dann König von Starkhaven, der wiederum Kirkwall dann einnimmt, so wie ich es vernommen habe, oder zumindest geplündert und gebrandschatzt hat, weil er hinter Anders her ist. Weil, ja, ich sag mal so, wenn ich das gesagt habe, kann man sich's zum großen Teil denken, was geschehen ist im zweiten Teil, weil das wäre jetzt noch ein Spoiler. Und ja, mal sehen, wie das ja dann im vierten Teil, also in Velgard, dann wird die Entscheidung, weil das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Punkt, was viel Kritik gemacht hat. Natürlich ist es schwierig, wenn man mit Entscheidungen rübergeht in den nächsten Teil, dann muss man sämtliche Optionen entweder mit Zwischensätzen oder Hintergrundsätzen abschließen oder in einen Kanon bringen. Und ich glaube, so wie sich's gehört oder angehört hat aus Interviews, die gegeben wurden, wurde einfach ein Kanon bestimmt. Das ist jetzt für mich jetzt nicht Tragisches. Was tragisch wäre, wenn sie sich auch die Mühe nicht gemacht haben, einfach zu sagen, okay, Kanon ist das, Begründung ist dadurch. Also im Sinne von schwierig wird es vor allem im Origin-Teil, weil da hast du die größten Entscheidungsmöglichkeiten, die sich natürlich weitreichend auf Teil 2, 3 ausgewirkt haben. Einerseits überlebt Morrigan, also das dürfte jetzt beim ersten Teil jetzt schon lange nicht mehr ein Geheimnis sein, dass es mehrere Wege gibt im DLC Hexenjagd, meinte ich. Ob man durch den Illuvien geht oder nicht, glaubst du, dort ist die größte Entscheidungsmöglichkeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn man durch den Illuvien geht, ist eigentlich jede Entscheidung, dass sie irgendwo durchstirbt. Und wir haben sie ja gehen lassen, ohne sie zu verfolgen und haben... Oh Gott. Ich sehe was mir nicht gefällt. Und zwar sehr, sehr viel... Ja, da sehen sie aus, als würden sie kämpfen. Das gefällt mir natürlich nicht. Ob die lebt oder nicht, weil das ist schon mal ein sehr großer Impact. Jetzt, es gibt im Trailer von Veilguard, und das wurde auch schon angesprochen, ist das wirklich Morrigan? Weil sie hat plötzlich einen Kopfschmuck, der eher so ein bisschen darauf hindeutet, dass es entweder eine ihrer Schwestern ist, weil laut den Aussagen, wo ich nicht 100% sicher bin, ob das richtig interpretiert wurde, weil ganz ehrlich, ich habe die Spiele nie auf Englisch durchgespielt, sondern immer auf Deutsch. Da kann natürlich auch von der Übersetzung gewiss Nuancen und Feinheiten verloren gehen. So wie ich es verstanden habe im Deutschen, im Origin, Flemmes gebärt Kinder. Oder zumindest ein Kind. Und das, sofern die Tochter zustimmt, Beinwelle ist das, okay, übernimmt sie, oder keine Ahnung, die göttliche Essenz, die sie mal hatte oder immer noch hat, keine Ahnung, das ist dann nochmals ein ganz anderes Thema für sich, weil man kann schon sagen, Flemmes ist bis heute immer noch so wie ein Antagonist in Inquisition, ein Gott. Und
Ja, komm, ich glaube, wenn man Veilguard den Trailer sieht, dann weiß man auch, wie das Ende ist. Solas ist der Gott, Punkt. Machen wir keinen Fass drauf an, also. Und Flemmes, so wie ich es im Kopf habe, ist. Oder. Also ich bin mir jetzt nicht sicher von den Feinheiten, weil das ist eben gelesen, ist auch schon very, very long time ago. War so, dass sie die Essenz einer Elfengöttin aufgenommen hat. So etwas Ähnliches wie Morrigan mit dem mit der Essenz des verderbten Gottes gemacht hat, wo ja der Sohn ist, entweder von Alistair oder von uns. Sobald man im Männlichen spielt, ist es augenblicklich der Unsrige. Weil eigentlich wollte ich, dass es am Alistair sein Sohn ist und nicht meiner. Aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und ich vermute, weil ich einen männlichen Charakter in Origin gespielt habe. Vermutung, Wissen, bin ich mir nicht 100% sicher. Und so etwas ist, glaube ich, mit Flemmes mal passiert. Dass sie dann einfach eine Essenz der Elfengöttin hatte. Und was... Ich habe irgendwas von GameStar gehört und die haben gesagt, oder eine Aussage gemacht, dass diese Essenz, die Flemmes innehatte, wieder zurückgegeben hat. Das ist schön und gut. Auch wenn ich so ein bisschen von der Hand habe von Flemmes, eher das Gefühl habe, dass sie immer noch die Essenz inne hat, beziehungsweise diese Essenz der Elfengöttin überträgt an die nächste Tochter, die bereit ist, in ihre Fußstapfen zu treten. Das ist so ein bisschen das Meinige, was ich so eher empfinde. Weil im GameStar war es dann so, ja, sind mehrere Schwestern parallel. Ja, das kann es geben, ja, das kann sein, dass das so ist. Sehe ich eher weniger, weil das wäre dann vielen ein zu hohes Risiko, aus meiner Sicht, dass diese Essenz der Elfengöttin entweder beschlagnahmt wird, korrumpiert wird oder angegriffen wird. Flemmes ist eine fucking starke Hexe, also wirklich gottgleich. Einfach vielleicht ein bisschen mit mehr Weisheit als Solas. Obwohl Solas... man hat schon wieder viel gehört von der Story. Eigentlich für meinen Geschmack zu viel aus den Trailern. Und zwar... wollte er Götterseelen bannen im Ritual, das wir gesehen haben. Aber durch unsere Handlung, die man ja durch den Gameplay-Trailer gesehen hat, sind jetzt dann die Götter befreit worden in unserer Welt. Und ich denke mir so... Also, weißt du, wenn du mit so essentiellen Story-Happen halt das Ganze spannend machen musst, dann finde ich, dann machst du mit allem drum und dran im Spiel eigentlich schon mal ein Vorurteil, dass das nicht gut ist und nicht gut sein wird. So wird es dann Schlauchlevel sein, es wird anstelle des bisschen auf Strategieebene mäßigen Gameplays wird es ein High Action, was ich schon mal ganz grausam finde, weil ich High Action Gameplay nicht mag, so ist es nicht. Ich bevorzuge zwar schon eher so ein bisschen strategiemäßig. Ja, jetzt ist er hoffentlich bald fertig. Und weil High Action. Ich fände es schön, wenn man bei gewissen Spielen-Serien einfach so die Grundgerüste beibehält. Das wäre bei Dragon Age für mich einfach Dark Fantasy und eben das
nicht so hardcore Dungeon Dragons Gedöns, wie es in Baldur's Gate 3 ist. Ich weiß nicht, wie man die Kampfform in dem Videospiel benennt, deshalb das D&D-Gedöns aus Baldur's Gate 3. Dass es halt eine abgeschwächte Form ist. Und das finde ich eigentlich einfach so ein Grundgerüst, dass sie jetzt einfach einreißen. Und wenn sie dann mit Trailern kommen, wo sie gefühlt den ganzen Plot und gut, Plot können sie ja schon noch gespart haben, aber so essentielle Sachen, weil wenn ich jetzt schon an das Spiel gehe und weiß, okay, wir müssen wahrscheinlich gegen Elfengötter bestehen, die bannen, dann denke ich mir so, und wo bleibt jetzt die Spannung? Ich meine, Baldur's Gate 3, die Trailer, ich habe die mir vor, was dürfen das jetzt auch schon wieder, so eine Woche, zwei her sein, habe ich die mir mal wieder gegönnt. Weil ich hatte mal eine Phase, wo wirklich so, okay, ich schaue mir Shorts an von Baldur's Gate 3. Ich sehe mir so ein bisschen Info, ein bisschen Let's Plays, ein bisschen dies und das an von Baldur's Gate 3. Weil Baldur's Gate 3 würde ich gerne ein weiteres Let's Play machen, das habe ich ja euch noch versprochen. Aber sobald Patch 7 draußen ist, weil, soweit ich das richtig im Kopf habe, sollte der Patch 7 mitunter einer der finalen Patches sein. Wird wahrscheinlich immer noch ein paar kleinere Bugfixes danach geben. Die, aber so inhaltsmäßig sollte das dann das große Finale werden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, vielleicht außer wenn sie da noch so eine Definity, oder wie heißt das, Bilarion, also die Schlussversion machen. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen neue Inhalte geben, aber bei Baldur's Gate 3, da kannst du so viele Let's Plays run machen, wie du möchtest. Sie werden irgendwann schon gleiche Entscheidungen haben, aber du wirst alles immer wieder vom Spiel durchlauf anders erleben. Und das finde ich genial an Baldur's Gate 3. Und jetzt zurück zu Veilguard. Ja, wie machst du das mit den Entscheidungen? Ist Kanon, dass es einen Sohn gibt zwischen, ich vermute mal dann wahrscheinlich entweder Alistair oder dem Wächter, je nachdem, was man, also man kann ja bei Veilguard ja auch ein bisschen noch die Geschichte vorschreiben, was ich eigentlich wieder so einen Abkack finde. Wieso machst du eine Dragon Age Keep, die wahrscheinlich dadurch nie und nimmer bis in die Ewigkeit laufen wird? Somit kannst du das nie, also ab irgendeinem Zeitpunkt wird es dann einfach nur noch die Voreinstellung der Geschichte geben. Was ich so eine jetzt verzeiht für meine Wortwahl, aber für eine hirnverbrannte Möglichkeit finde, weil in Dragon Age Keep kannst du seit keine Ahnung wie vielen Monaten oder Jahren schon nicht mehr deine Spielstände aus Dragon Age 1 und 2 importieren, weil die Server von Dragon Age Origin und die Server von Dragon Age 2 abgestellt sind. Somit kommt Dragon Age Keep nicht mehr auf die Dateien, die irgendwo online verwahrt wurden, wo ich sage, ja, vielen Dank. Man kann jede einzelne Entscheidung individuell anpassen. Das geht noch, aber was heißt das dann für die Zukunft von Inquisition? Eigentlich müsstest du dann irgendwie einen Patch mindestens rausbringen. Also ich hoffe in der Art und Weise, dass die EU... Es gibt ja irgendwie so einen Parlamentsvorstoß in der EU, dass das sagt, so alle Online-Komponenten müssen plus minus ja einfach offline Sinn machen. Natürlich könnte dann EA behaupten, ja, offline kannst du spielen. Du kannst einfach nicht mehr entscheiden, was vorher in der Geschichte ist. Aber das ist ja eigentlich das, aus meiner Sicht, was Essentielle, dass du die Entscheidungen vom vorherigen Teil ein Stück weit mit rübernehmen kannst. Also es gibt ein paar Sachen, die passen nicht.
Dann in Inquisition, weil man kann nicht jede einzelne Entscheidung anpassen, leider. Aber ich meine, du konntest ein paar ganz bekannte Gesichter und Leute in Inquisition antreffen, zum Beispiel in der Hinterlande. Wenn man zum Beispiel in Origin einen gewissen Jungen gerettet hat, findet man den in den Hinterlanden wieder. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig nice, wenn das geht. Aber das muss dann auch gehen, weil sonst, wenn ich mich noch ganz korrekt erinnere, beim allerersten Mal durchspielen von Inquisition, da gab es noch Probleme mit der Keep. Und also glaubst du, die Keep war schon vor, aber das Importieren von Dragon Age Keep in Inquisition war, glaubst du, Release-Datum ein bisschen überlastet und dann ging es nicht. Und da habe ich es mir mal dann einfach ohne die Keep-Sache gegönnt. Und da fand ich den Jungen nicht. Und das heißt eigentlich schon was. Dass das einfach so der Kanon ist, okay, dieser Junge, der wurde nicht gerettet. Das hat auf Inquisition Storytelling-mäßig null und nichtig was, aber es hat hundertfach tausend eine größere Bedeutung für die ganze Community, die jeden Teil gespielt hat und die Geschichte geliebt hat und natürlich die Entscheidungsvielfalt. Und es sind auch schon mittlerweile einige Videos aufgetaucht von Let's Playern, die auch so ein bisschen journalistisch manchmal ein bisschen an Themen rangehen in einigen deren Videos, was ich ganz schön und interessant finde. Und da gab es ein Video, da hat er ein bisschen die Problematik oder ja seine Sorgen zu dem Gameplay, was gezeigt wurde in Veilguard, mal ein bisschen kundgetan und ein bisschen so aufgezeigt, was ihm so persönlich gerade aufgefallen ist. Gewisse Punkte sind mir definitiv auch aufgefallen, aber wahrscheinlich nicht so 100% bewusst, wie er es dann auch noch formuliert hat im Video. Darum geht es zum Beispiel, wenn du springst, ich meine, hier, da kannst du, also du springst jetzt, geschätzt jetzt vielleicht 1,20 Meter ungefähr, egal mit welcher Rüstung wahrscheinlich. Das ist mehr oder weniger realistisch für einen, ich sag mal in Anführungszeichen, für einen Hüpfer. In Veilguard, da bist du manchmal gefühlt 10 Meter am Rumsliden und Springen gewesen. Und dann habe ich mir, bevor ich die Videos gelöscht habe von Inquisition, weil aus dem Video habe ich mir eben dann die Videos angeschaut und dann habe ich irgendwann gefunden, okay, weißt du was, die Videos lösche ich, dass ich mal da durchziehen kann und ich da monateweise dann Unterbrüche habe und dann nichts mehr vom Charakter weiß. Habe ich mir die Videos ein bisschen angesehen und natürlich dann auf YouTube noch die Sachen angeschaut von Origin und Dragon Age 2. Einfach so ein bisschen die Kämpfe. Wie sieht es dort mit dem Sliden aus und mit den Sprüngen? Und ich muss sagen, dass es slidet, dass die Sprünge manchmal ein bisschen proportional groß sind, das gab es in jedem Teil. In Dragon Age Inquisition fand ich sie neben Origin fast am akkuratesten, also wirklich am genauesten. Bei Dragon Age 2 sliden sie schon ein bisschen mehr. Aber im Verhältnis, ich habe mir dann immer so als Referenzpunkt noch, jetzt muss ich hier lang, sein Kritikvideo angesehen. Also in Veilguard, das ist Fortnite-Qualität. Also wirklich so, du springst hoch
kannst aber so 90 Grad dann rüber jumpen, wenn du die Taste drückst. So in etwa kann man sich vorstellen. Also so wirklich einen...